Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserer Reihe REST plus API Definition von Flask. Wir machen hier gerade sozusagen ein Lebenbeispiel und wollen jetzt hier hergehen und eben eine API definieren. Dazu gehen wir erstmal in den Ordner API und definieren uns eine neue Datei. Und ja, wir wollen das Ganze wirklich sehr modular aufbauen. Das ist sozusagen der Sinn von diesem Code, dass ihr hier wirklich auch alles sozusagen habt, was ihr wollt. Und wir nennen das Ding jetzt hier einfach erstmal My API. So, was wir hier drin machen ist, wir definieren uns, wie unsere API aussehen soll, und wir definieren uns auch noch ein paar Standardoperationen auf unserer API. Warum Standardoperationen? Sowas wie Fehler zum Beispiel, also Error Handlers, die kennt ihr ja schon, die kann man auch auf der API definieren. So, wir gehen jetzt erstmal her und sagen from Flask REST Plus, das ist das Paket, was wir installiert haben, import API. Und das ist sozusagen das, was wir brauchen. Was brauchen wir noch? Ansonsten brauchen wir erstmal gar nichts. So, jetzt definieren wir uns hier API. Das ist unsere Variable. Die wird gebaut aus einer API, aus Flask, REST Plus. So, und was kann dieses Ding jetzt hier? Hier sehen wir, das Ding braucht sozusagen es braucht eigentlich keinen Blueprint. Wir müssen ein paar Sachen angeben, und zwar eine Version. Wir geben jetzt hier als Version erstmal 0.1 an, weil das natürlich nur euer sozusagen Blueprint für euch ist. Also darauf könnt ihr sozusagen weiter bauen, und dann könnt ihr hier eure Versionsnummer eben so stellen, wie ihr das eben wollt. Und das heißt, das ist sozusagen die Vorstufe davon, deswegen 0.1. Und wir nennen das Ding, welchen Titel geben wir dem? My Demo API. Und was wollen wir noch machen? Wir brauchen eine Beschreibung. So, warum machen wir jetzt eigentlich hier den ganzen Spaß, dass wir hier irgendwelche Sachen definieren, die eigentlich ja sowieso komplett Bullshit sind? Ich meine, wenn man jetzt hier von einem Titel spricht, könnte man vielleicht meinen, man geht auf diese Seite von der API und dann sieht man, dass da irgendwo ein Titel oben drin steht. Den guckt sich keine Sau an, weil niemand wird auch wirklich mit dem Browser auf diese API gehen. Der Witz dahinter ist, dass wir nachher Swagger benutzen wollen. Ich habe das Wort jetzt schon so oft in dieser Serie gesagt. Was ist eigentlich Swagger? Swagger definiert für euch eure Schnittstelle. Das heißt, damit könnt ihr anderen Leuten zeigen, hey, schau mal, so sieht meine API aus, kannst du gerne benutzen, mach mal. Und das ist natürlich dann irgendwie auch sinnvoll, weil man darüber dann auch Kunden sozusagen bekommt, beziehungsweise Nutzer bekommt. Also sowas wie eine Google API würde halt nur halb so gut funktionieren, wenn keiner wüsste, wie man sie verwenden kann. Und wenn man jedes Mal eine Support-Anfrage bei Google stellen möchte, dann ist halt auch nicht so cool. So, diese API dient zu, wir sind bei Englisch. Please use this API to, nee, please modify this API to your needs. Ups. So, damit wir hier auch einheitlich bleiben. Okay, damit können wir jetzt sozusagen demjenigen sagen, hey, mach mal hier, was du auch immer möchtest. Und genau, das ist ja der Sinn davon. So, jetzt, was wollen wir machen? Wir wollen einen API-Error-Händler haben. Das funktioniert hier tatsächlich auch, und zwar kann man über die API auch einen Error-Händler starten. Funktioniert genau gleich wie ein normaler Error-Händler, nur dass es ein API-Error-Händler ist. Wow. Wir sagen hier einfach add API-Error-Händler, und dann sagen wir hier dev Standard-Händler oder sowas. Keine Ahnung. Der bekommt natürlich wieder mal eine Exception mit geliefert. Und ja, das ist eigentlich auch schon alles, was wir hier haben wollen. Message definieren wir uns als, das heißt, eigentlich können wir es direkt return. Return Message Doppelpunkt an unexpected error has occurred. Please contact the support. Soll er lieber nicht machen, sonst hat der arme Support ja 500.000 Mal was zu tun. Deswegen geben wir hier auch 500 zurück, damit er den Support eben nicht kontaktiert. Nein, Spaß. Natürlich nicht. Okay, gut. Was wir jetzt hier haben, ist im Endeffekt einfach nur so ein Standard-Error. Das können wir hier machen. Können wir aber auch natürlich noch gerne ein bisschen erweitern. Ihr wisst ja mittlerweile, wie man das Ganze macht. Das heißt, ihr könnt hier noch verschiedenste weitere Sachen machen. Ihr könnt von mir aus auch noch loggen oder sowas.
Genau, und das ist jetzt erstmal alles, was wir hier haben wollen. Ihr könnt hier natürlich auch, wenn ihr einen speziellen Error abfangen wollt, das habe ich euch eigentlich schon gezeigt, könnt ihr hier eben auch noch angeben, dass ihr, ja, je nachdem, welchen Error ihr hier halt habt. Das heißt, wenn hier ein Error rein soll oder wenn ein spezieller Error gefangen werden soll, hier der Fehler. Den einfach hier eintragen und dann war's das. Also die Klasse von dem Fehler tatsächlich. Könnt ihr importieren über eben zum Beispiel Werkzeug oder sowas, haben wir uns ja schon angeguckt. Okay, das soll erstmal für die API reichen. Jetzt gehen wir zurück auf App und hier unten wollen wir jetzt diese API verwenden. Dazu sollten wir sie natürlich erstmal importieren und deswegen sagen wir hier from REST plus API Punkt API import my API. Genau, weil ich vergessen hatte, wie man schreibt. Okay. Nein, Lüge. Nicht my API importieren, nicht die ganze Klasse, sondern wir wollen von my API import API haben, damit wir hier sozusagen einfach direkt diese Variable API hier verwenden können. Und aber diese Error Handlers und so weiter sind schon quasi drauf gemappt. Das heißt, die werden dann für die API sozusagen festgelegt. Genau. So, was wollen wir jetzt hier machen? Wir wollen mit der API irgendwelche coole Sachen machen. Und zwar API. So, jetzt können wir hier schon mal sehen, es gibt einen ganzen Haufen Zeug. Was wir aber als erstes machen sollten, wäre vielleicht initialisieren, ne? Deswegen sagen wir hier, also das ist ja quasi unsere Init-App-Funktion, deswegen habe ich die auch übrigens so genannt, weil hier Init-App sogar schon existiert, mehr oder weniger. Und hier packen wir den Blueprint rein. Und ja, jetzt können wir Namespaces verwenden. Namespaces sind eine coole Sache und definieren sozusagen auch für Swagger wieder am Ende und für die Definition, aber für euch auch ein bisschen, damit ihr einen Überblick habt, wo was gültig ist. Das heißt, wir haben vielleicht einen Namespace zum, also im Endeffekt hat es sehr viel mit Routen zu tun. Wir haben einen Namespace wie eben einmal für unsere Shop-Artikel, auf Englisch dann halt. Wir haben von mir aus einen Namespace für, keine Ahnung, verschiedenste andere Sachen noch. Und deswegen können wir hier natürlich jetzt Namespaces auf unserer API definieren. Wir sagen jetzt einfach mal add Namespace. So, jetzt sollten wir vielleicht einen Namespace haben. Ich nenne das Ding jetzt hier erstmal Shop Namespace. Namespace, weil wir den natürlich auch noch nicht definiert haben. Das kommt noch, das machen wir dann nächstes Mal. Und ja, jetzt sagen wir hier aber trotzdem, wir wollen auf unserer App Register Blueprint machen. Das heißt, wir wollen sozusagen diesen Blueprint, also man kann ja mehrere Blueprints auf einer App laufen lassen sozusagen. Und wir sagen jetzt hier, bitte nutzt diesen Blueprint, quasi eine fast eigenständige App. Ich habe euch letztes Mal erklärt, was eigentlich ein Blueprint ist. Den wollen wir jetzt auf unserer tatsächlichen Flask-App, wollen wir den benutzen. Und deswegen gehen wir jetzt hier einfach her und registrieren diesen Blueprint. Achtung, ihr könnt ihn nicht einfach wieder deregistrieren, sondern ihr müsst tatsächlich die App abschießen und dann wieder dann könnt ihr von mir aus den Blueprint deregistrieren, das geht. Ja, und das ist erstmal alles, was wir hier machen wollen. Nächstes Mal wollen wir logischerweise den Namespace hier definieren und das zeige ich euch dann. Bis dann, ciao!